Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mausakrobat und habe heute gleich zwei neue Dinge für euch dabei. Zum einen die Map Stalingrad, die ja nun auch noch nicht so alt ist, möchte ich heute vorstellen, das erste Mal in einer meiner Reihen. Und zum zweiten habe ich heute für euch ein ganz neues Format dabei, und zwar das Advanced Gameplay Zuggefecht. Hier möchte ich euch in der nächsten Zeit häufiger mal so Zuggefechte vorstellen, wie es gut laufen kann, wie es eher nicht so gut laufen kann, also positive und negative Beispiele. Und ich möchte euch vor allem ein paar Tipps mit an die Hand geben, was ihr beim Platoonfahren beachten solltet und wie ihr am besten ein Zusammenspiel organisiert. Das aber gleich, vielleicht jetzt erstmal kurz zwei, drei Worte zur Meta von Stalingrad. Stalingrad ist ähnlich aufgebaut wie Himmelsdorf, nur wesentlich größer. Eine Übereinstimmung mit Himmelsdorf habt ihr von daher, weil ihr hier so ein Riesenzentrum in der Mitte der Karte habt, was eigentlich komplett nicht bespielbar ist, zumindest nicht in der ersten Hälfte des Gefechtes. Nachher im Late Game könnt ihr schon die Mitte auch mal nutzen. Aber gerade am Anfang gibt es hier vielleicht so ein, zwei Sniper-Posis, auch auf der anderen Seite, wo ihr Halldown gehen könnt. Aber grundsätzlich, selbst wenn keine Arti im Spiel ist, sind das Positionen, von denen ich euch einfach abraten möchte, wenn ihr nicht gerade in einem Jagdpanzer E100 oder einem STI mit einer schweren Turmpanzerung seid, wo ihr eure Unterwanne verstecken könnt. Das sind Positionen, und wenn dann auch noch Arti dabei ist, dann werdet ihr da relativ schnell rausgenommen. Von daher, alles, was sich hier so im Zentrum abspielt, da sollte man sich erstmal fernhalten, gerade wenn man noch eher unerfahrener Spieler ist. Ansonsten habt ihr das häufig auf dieser Map, und gerade am Anfang war das ganz besonders schlimm, als noch nicht so viele Leute Stalingrad kannten, dass ihr hier so eine Lemming-Train-Entwicklung habt. Wenn euer Team sehr medlastig ist, wird der Hauptfight meistens hier am Strand stattfinden, weil das immer so die gängige Medium-Angriffsroute ist. Häufig genug aber auch unterstützt durch Heavies, die dann hier einfach dem Lemming-Train hinterherfahren. Oder auf der anderen Seite, wenn ihr ein Team-Setup habt, was relativ schwer gepanzert ist, dann findet auch häufig genug ein Kampf hier in diesem Bereich statt, wo sich dann die Heavies gegenüberstehen und hier auf dieser Linie, auf der Einsatz-Zweier-Linie, dann auch gerne noch ein paar TDs, vor allem hier hinten. Bei D1 stehen sie gerne auch Hulldown und versuchen dann hier Panzer, die unvorsichtig sind, rauszunehmen. Von daher, das sind so die beiden Achsen, über die man angreifen kann. Das wenigste wird eigentlich übers Zentrum laufen, und dann gibt es hier natürlich immer noch so auf der 8er, 9er Linie die eine Achse. Hier zwischen den Gebäuden auf der 7er Linie findet häufig ein Fight statt. Doch, wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schlauchig, und häufig genug, auch aufgrund der Größe der Map, gewinnt dann das Team, was den schnelleren Lemming-Train hat. Ähnlich wie ich das schon mal auf Abbey vorgestellt habe, so verhält sich das hier halt auch sehr, sehr häufig. Ihr tut manchmal nicht schlecht daran, wenn ihr entweder auf eurer Seite, wo ihr in Unterzahl kämpft, eher ein bisschen defensiver agiert oder euch dem Lemming-Train anschließt und dann aber auch dafür sorgt, dass dieser Lemming-Train stetig vorankommt. Wenn ihr auf der Seite des Lemming-Train seid und ihr seid die besseren Spieler in eurem Team, dann müsst ihr dafür sorgen, dass da Druck aufgebaut wird und eure Mitspieler mitreißen. Ansonsten wird das relativ schnell im Sande verlaufen und ihr lauft Gefahr, dass der gegnerische Lemming Train auf der anderen Seite euer Team umrundet und sich dann bereits schon in eurem Cap befindet. Und das ist so eine Situation, die wollt ihr nicht haben, weil gerade eure langsamen Panzer, wenn ihr dann hier oben angekommen seid, es sehr, sehr schwer haben in der Zeit, weil die Map halt so riesig ist, zurückzukommen. Das ist so im Moment die gängige Meta auf Stalingrad. Wie gesagt, wenn ich in einem Heavy oder in einem schwer gepanzerten Fahrzeug sitze, dann fahre ich meistens hier in diesem Bereich. Das ist so meine bevorzugte Spielwiese dann mit meinen Heavies oder auch den TDs. Wenn ich in einem schnelleren, mobileren Fahrzeug unterwegs bin, dann fahre ich gerne hier in den Strandbereich. Manchmal auch sehr aggressiv hier vorne auf der Position F6. Hier kann man alles, was hier so quer rüberfährt, oft spotten, schon teilweise beschießen, und ihr könnt vor allem, wenn ein Arti im Spiel ist, hier drüben alles, was hier rüber zum Strand fährt, spotten und so schon mal die ersten Schüsse für die Arti platzieren. Das sind so meine beiden Herangehensweisen an diese Map. Nun ist es so, dass ich zusammen mit zwei von meinen Buddies im Zug unterwegs bin, und da komme ich jetzt dann auf das neue Format zu sprechen.
Was solltet ihr beachten, wenn ihr im Zug unterwegs seid? Ihr solltet vor allem darauf achten, dass das Panzersetup, was ihr dann in einem Platoon wählt, irgendwo auch zusammenpasst. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Mediums und ein E4. Wir sind relativ glücklich, dass wir im Gegnerteam keine Arti haben, weil für den E4 das Leben schon schwer genug ist. Und gerade wenn man sich das Gegner-Setup anguckt, wir sehen es hier, 3 TVP, der neue Tschechen-10er Autoloader, sehr, sehr gefährlich mit seinem 4-Schuss-Magazin, was sehr, sehr schnell rausgefeuert ist und dann auch innerhalb von 25 Sekunden wieder nachgeladen hat. Hier unten haben wir nochmal zwei Autoloader mit sehr, sehr guten Spielern, dem T54 E1 und dem Škoda T50, dem 9er Tschechen, der dann ein 3-Schuss-Magazin hat und der T54 E1 ein 4-Schuss-Magazin. Also genug Panzer, die dem E4, wenn er dann einmal geschossen hat und eine relativ lange Reload-Time mit ungefähr 14 Sekunden hat, das Leben zur Hölle machen können. Wenn dann jetzt auch noch Arti dabei wäre, wäre es um ein Vielfaches schlimmer. Er wird in diesem Spiel so ein bisschen auch für uns den Prellbock spielen, das werdet ihr sehen. Es ist immer gut, wenn ihr im Zug ein schwer gepanzertes Fahrzeug dabei habt, weil das euch die Arbeit als Medium dann hin und wieder doch erleichtert. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr schauen, dass es irgendwie passt. Es macht keinen Sinn, wenn einer von euch in einem Heavy sitzt, der nächste sitzt in einem Light Tank und dann sitzt vielleicht noch jemand in einem TD oder einer Arti und ihr landet dann hier auf so einer Map wie Stalingrad. Dann könnt ihr ehrlich gesagt nicht wirklich zusammenspielen. Der Light kann man vielleicht noch für die Arti spotten. Für den TD hier zu spotten wird schon sehr, sehr schwierig und der Heavy ist dann gezwungen, irgendwo hier in den Bereich zu fahren oder er kommt mit zum Strand, aber auch da ist er dann alleine ohne einen zweiten Heavy relativ schnell freiwild. Das heißt, wenn ihr im Zug unterwegs seid, versucht euch so abzusprechen, dass ihr irgendwo zusammenwirken könnt. Ich habe es auch in einer meiner Bad-Chat-Folgen auf Windstorm schon mal thematisiert, was passieren kann, wenn man als Zug nicht zusammenspielt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern oder wer es nicht gesehen hat, vielleicht schaut ihr es euch nochmal an. Da ist ein ganz gutes Beispiel dabei. Ihr solltet auf jeden Fall in einem Zug immer zusammenbleiben. Gerade wenn ihr so einen Zug habt wie unseren jetzt hier mit drei sehr erfahrenen Spielern, dann macht es nur Sinn, wenn ihr euch zusammen absprecht, auf eine Seite fahrt und dann da gemeinsam kämpft. Warum fahre ich im Zug? Es ist ehrlich gesagt möglich, als Einzelspieler, wenn ihr wirklich gut seid, so eine Winrate von 60 bis 65% selber zu erfahren. Alles, was dann darüber hinausgehen soll, das schafft man eigentlich nur noch, wenn man kein Übermensch ist, in einem Zug. Und gerade jemand wie ich, der angefangen hat mit einer entspannten Winrate von 47%, um dann da mal aus dem Loch zu kommen. Ihr seht, ich bin jetzt bei 57% angekommen, aber da ist auch noch nicht aller Tage Abend, um dann da aus dem Loch rauszukommen, fahre ich doch regelmäßig Platoon, einfach weil es Spaß macht und weil man halt solche Matches auch viel, viel häufiger entscheiden kann. Ihr seht, wir haben hier einen 37%er. Von daher, nicht so ganz einfach. Ein letztes Wort noch zum Zugfahren vielleicht erstmal an dieser Stelle. Es ist nicht unbedingt ratsam, wenn ihr jetzt ein sehr unerfahrener Spieler seid. Ihr seid vielleicht auch noch nicht so wirklich firm mit dem 10er und 9er fahren und ihr nehmt euch dann noch zwei dazu, die tatsächlich genauso unerfahren sind oder vielleicht noch unerfahrener als ihr und ihr selbst schon Probleme habt, einschätzen zu können, was ihr machen sollt. Ihr habt noch Probleme, die Minimap zu beobachten und ihr seid dann in einem Dreierzug unterwegs. Das wird euch regelmäßig das Leben noch viel mehr erschweren, weil ihr im Prinzip einem guten Platoon den Platz in eurem Setup wegnehmt oder ihr Top-Tier seid und von euch eine Menge an Carry-Potenzial erwartet wird, was ihr dann in dem Moment nicht leisten könnt, weil ihr vielleicht im Gegnerteam ein viel, viel stärkeres Platoon habt. Von daher, ich kann das gut verstehen, dass man mit seinen Freunden zusammenfahren möchte. Ich kann das auch gut verstehen, dass man sich auch zusammen als Zug kennenlernen muss. Aber ich würde euch raten, im High-Tier-Bereich tatsächlich erst dann mit Leuten zusammenzufahren, wenn sie entweder schon besser und erfahrener sind als ihr oder ihr ungefähr alle gleich stark seid und so schon den Dreh ein bisschen raus habt. Drei unerfahrene Spieler zusammen, das ist immer so für das Team eine relativ große Herausforderung, euch da mitzuziehen. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, das ist nur von mir ein Hinweis. Wie gesagt, wenn euch das egal ist, eure Winrate oder ob ihr das Gefecht gewinnt, dann macht das gerne. Wenn ihr aber doch so ein bisschen darauf schielt, auch regelmäßiger und häufiger Gefechte zu gewinnen, dann solltet ihr versuchen, das zu beherzigen. Ich lasse jetzt das Spiel einfach mal laufen. Wer sich jetzt wundert, ich sitze hier im SCB-1, dem 10er Japaner, einem unglaublichen Monster, zusammen mit dem Objekt 430 der Sowjets.
einfach der 10er Panzer, 10er Medium Panzer mit der höchsten TPM. Ihr werdet gleich sehen, was so ein Panzer anrichten kann. Ich werde auch dazu sicherlich demnächst noch eine Advanced Gameplay Reihe bringen zu dem STB-1, einfach weil er einer meiner Lieblingspanzer ist. Normalerweise würde ich jetzt hier an dieser Stelle schon viel weiter fahren, hier vorne in den Bereich und da Hulldown gehen, gerade weil keine Arti da ist. Nur, ich hatte es eben schon angesprochen, ihr seht dieses Gegner-Setup, 3 TVP zusammen, ein Objekt 140, noch 2 Centurion AX, das Bündel hier unten, der T54E1 und der Skoda T50, das sind alles Panzer, die euch innerhalb von Sekunden aus dem Spiel nehmen. Und von daher haben wir uns im Zug so abgesprochen, dass wir erstmal auf unserer Seite warten, weil wir doch davon ausgehen, dass die Masse der Mediums bei uns kommt. Und wie ihr seht, den ersten haben wir schon gespottet. Das ist halt auch so eine Schwachstelle, die ihr gerade gesehen habt an dem STB-1. Die Kanone ist häufig genug auf Entfernung nicht richtig zuverlässig. Und ich bezeichne sie immer gerne als Diva. Auch hier haben wir auf die Unterwanne eingezielt und konnten die Unterwanne nicht penetrieren. Dafür hat aber mein Buddy im TVP dem Objekt 2 schöne Schüsse reindrücken können. Ich kann dem gegnerischen TVP jetzt einen mitgeben in die Seite. Leider schaffe ich es nicht, ihn zu tracken, sonst wäre er vielleicht schon rausgenommen worden. Und die gegnerischen TVPs, das gute Einser-Platoon hier drüben, die fangen schon an, unsere Panzer auseinanderzunehmen. Ihr seht es schon, sehr, sehr aggressiv an uns schon vorbeigedrückt. Der Skoda T50 hat sich hier schon auf der J-Linie einquartiert. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Augen drehen und uns mehr nach hinten fokussieren, weil von vorne gerade nichts kommt, sondern die versuchen hier gerade über die Achterlinie durchzubrechen. Das ist das, was ich mit meinem Team abgesprochen habe. Ihr seht, unser Buddy im E4 hat schon 2/3 seiner Health Points verloren, hat jetzt nochmal einen Treffer bekommen. Ich entscheide mich dazu, das Magazin vom Skoda T50 aufzunehmen, damit er nicht auf den E4 schießt und ihn rausnimmt. Das ist auch so eine Sache, die müsst ihr sehen. Ihr müsst euch in manchen Momenten, auch wenn ihr im Zug fahrt, anbieten. Wenn ihr seht, euer Buddy ist so gut wie runtergeschossen und ihr seid noch voll live, voll HP, dann bietet euch an und versucht, dass die HP von euch abgezogen werden. Das ist jetzt ein blauer Spieler. Normalerweise hätte ich eigentlich von ihm erwartet, dass er trotzdem nicht auf mich schießt, sondern auf unseren E4. Er hat jetzt den Fehler gemacht, er hat den E4 am Leben gelassen, weil er wahrscheinlich Angst hatte, dass er nicht sein ganzes Magazin reinbekommt und nicht ein easy Target war. Das wird denen jetzt ein Verhängnis, dass wir noch ein E4 haben. Ich frage jetzt meinen Buddy im E4, ob er für mich einen Schuss dodgen kann von der IS-8, weil wir gleich versuchen, Entschuldigung, ET-10 heißt er jetzt. Wir warten beide, bis hinten unsere Medium-Panzer Druck auf den T10 und den M103 aufbauen. Und jetzt ist der Moment gekommen, der T10 befindet sich im Reload und ich versuche auf den T10 draufzufahren. Mit dem Wissen, dass wenn er rauskommt, kriegt er von meinem E4 auf jeden Fall eine Schelle. Das ist so der Moment, wo ihr einfach zusammenspielen müsst. Wo der E4 für mich quasi den Prellbock spielt und unser TVP, unser Buddy im TVP hier hinten uns den Arsch frei hält. Er hatte uns gesagt, alles klar, nehmt den T10 und den M103 raus, ich halte euch den Rücken frei. Das hat er hier an der Häuserkante gemacht. Jetzt kommt ein STI. Ein sehr, sehr unerfahrener Spieler, wenn ich das so sagen darf. Hat jetzt 7000 Gefechte, aber sieht nicht so aus, als wenn er sonderlich erfolgreich ist im High-Tier-Gaming. Er kommt jetzt einfach weiter auf uns drauf. Hat verschossen. Wir laden so schnell nach, dass wir noch einen drücken können. Und unser TC nimmt ihn raus. Ihr seht, wir haben jetzt den Rückstand aufgeholt und haben sogar sind jetzt 2 Panzer im Vorsprung. Und entscheiden uns jetzt dazu, zum Angriff überzugehen. Wir greifen jetzt zu dritt geschlossen an. Wichtig ist halt auch, dass ihr euch in so einem Gefecht nicht verliert. Ihr müsst darauf achten, dass ihr in so einem Gefecht immer zusammenhaltet. Hier ist jetzt wieder ein gutes Beispiel für die extrem hohe DPM von dem STB-1. 2 Schüsse easy reinbekommen in den T10 und damit rausgenommen. Wie gesagt, bleibt in so einem Gefecht immer zusammen, achtet auf die Minimap,
sprecht miteinander, redet viel im Teamspeak. Ihr solltet auch vor allem nicht ohne Teamspeak fahren, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ich hoffe, das ist einfach selbstverständlich. Ich greife jetzt nicht die IS-4 weiter an, sondern nehme eine weitere Kanone raus. Auch das gehört zu eurer Entwicklung, dass ihr dafür eine Übersicht bekommt, wo ihr Kanonen rausnehmen könnt. Das sind dann für euch immer die Fokus-Targets. Die IS-4 wurde jetzt relativ zügig rausgenommen von unserem G4. Und der Centurion AX hat eigentlich auch keine Chance mehr. Vor allem lädt er wesentlich länger nach als ich. Ich kriege leider den Kill nicht mehr, weil der T-54, der WZ-120 schneller war. Der AMX-50B wurde hier hinten gespottet. Wir versuchen da jetzt noch zumindest noch mal einen Schuss loszuwerden, um unser Damage noch zu steigern. Aber ihr seht, wir haben die Situation hier hinten relativ stark aufgefangen. Haben dann, als der richtige Zeitpunkt gekommen war, diese Gasse geklärt und sind dann entschlossen auf den verbleibenden Panzer drauf. Wie gesagt, alles zusammen, koordiniert, immer im TS viel gesprochen. Und das war jetzt einfach noch ein Bonusschuss, den wir hier versucht haben abzugreifen. Alle aus unserem Platoon sind noch am Leben, wie ihr sehen könnt. Wir haben doch relativ gute Arbeit geleistet. Wir werden gleich mal angucken in den Postgame-Stats, wie das so für das ganze Platoon gelaufen ist. Ich bin sehr zufrieden mit den 5700 Schaden, die ich jetzt hier aus meinem STB rauskitzeln konnte. Wie gesagt, wenn ihr schon eine Vermutung habt und wenn ihr schon so ein Gefühl für die Meta entwickelt habt von so einer Map, ob das nun Stalingrad ist oder jede andere Map, man hat ja immer so ein Gefühl für die Meta der Map, und wenn man sich dann das gegnerische Setup anguckt, da war es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass sie entweder hier über die 8er, 9er Linie pushen, vor allem vor dem Hintergrund, dass es keine Arti gibt. Das macht Medium-Fahrer immer noch ein bisschen motivierter und mehr greedy. Oder halt in dem Bereich, wo dann tatsächlich auch die Masse gekommen ist, auf der 7er Linie, ich hatte das am Anfang angesprochen, da war es dann so, dass wir eigentlich relativ schnell wie die Gallier hier in so einem kleinen Kreis gefangen waren und teilweise der Skoda T50 schon hier war, wo der T10 jetzt gerade noch auf der Minimap zu sehen ist. Und der Rest des gegnerischen Teams eigentlich geballt hier in die Gassen reingestoßen ist, hier noch Mediums versammelt hatte, den T10 hier, den M103 auch hier an dieser Position. Also wir hatten im Prinzip die Masse des Gegnerteams auf unserer Seite, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Ruhe bewahrt, dass ihr euch Ziele raussucht, dass ihr mit euren Buddies Ziele besprecht und dann gemeinsam einzelne Panzer rausnimmt. Es bringt nichts, wenn ihr jeder für sich kämpft und jeder unterschiedliche Targets angreift, weil ihr seid als Dreierzug einfach eine Macht, wenn ihr geschlossen zusammenkämpft. Und ihr habt das jetzt hier gesehen, obwohl wir nur eine 37% Gewinnwahrscheinlichkeit hatten und obwohl wir auch zwei sehr, sehr starke Platoons mit dem Zweierplatoon hier, den Centurions, und dem Einserplatoon hier mit den beiden, mit dem Objekt 140 mit einer sehr, sehr hohen DPM, mit dem TVP und hier unten dem Skoda T50, das waren sehr, sehr starke Gegner. Zudem war hier noch ein zweiter TVP, der auch ein sehr, sehr starker Spieler war. Der AMX-50B als Autoloader, auch ein starker Spieler. Und hier unten der T54-1, ebenfalls ein guter Spieler. Von daher ist es umso wichtiger, wenn ihr aus so einem Gefecht als Gewinner hervorgehen wollt, dass ihr euch absprecht, dass ihr Fokusziele auswählt. Genauso wie ihr das aus einem Stronghold oder Clan War kennt, für die, die es schon gespielt haben, diese Modi. Und wenn eure Kommunikation stimmt, dann könnt ihr halt auch so ein Ergebnis einfahren. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal kurz auf die Postgame-Stats. Ja, ganz kurz noch zu den Postgame-Stats. Ihr seht, zweiter Klasse. Wir haben 3100 Erfahrungen bekommen. Das liegt daran, dass das jetzt hier die doppelte Erfahrung für den ersten Tagessieg war. Wir haben eine Unterstützermedaille bekommen, weil wir relativ viele Ziele bekämpft haben. Ihr seht es hier. Wir haben Großkaliber für unsere 5700 Schaden, die wir erzielt haben. Das sieht dann wie folgt aus hier. Wir haben 1000 Base-Erfahrungen bekommen. 5700 Schaden selber gemacht, 2 Kills. Im Zug zusammen haben wir knapp 11.000 Schaden austeilen können und 6 Kills. Ich würde sagen, das ist als Zug schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Die beiden haben in dem Match so ein bisschen geflucht, weil sie nicht so viel Schaden abbekommen haben. Aber unterm Strich haben wir einen 37%er für uns entscheiden können, ganz einfach, weil wir als Zug zusammengespielt haben. Die Gegner hatten zwar auch teilweise gute Matches für sich als Solo-Player. Das Problem war nur, dass
sowohl in dem Zweier-Platoon hier als auch in dem Einser-Platoon das Fokusfeuer nicht so richtig geklappt hat. Ich habe es zwischendurch im Match schon mal angesprochen. Der Škoda T50 hätte einfach unseren E4 rausnehmen können, wenn er ein bisschen ruhiger gewesen wäre, obwohl es ein sehr, sehr starker Spieler war, hat er auch versucht, auf mich zu schießen, hat seine drei Schuss sicher angebracht, hat halt so den Schaden gemacht, aber er hätte eine richtig dicke Kanone rausnehmen können. Von daher falsches Fokusfeuer, wenn überhaupt Fokusfeuer. Und auch die beiden Centurion Action 10 haben nicht so richtig zusammengekämpft. Das habt ihr ganz zum Schluss gesehen, dass die überhaupt nicht beieinander standen und sich auch dementsprechend nicht gegenseitig helfen konnten. Und so konnte ich einfach den ersten rausnehmen und den zweiten dann entspannt in die Seite schießen, nachdem wir die IS-4 dann noch rausgenommen haben. Da müsst ihr als Zug cleverer spielen, da müsst ihr besser euch abstimmen, bessere Kommunikation, bleibt zusammen, kompakt, achtet immer auch, wenn ihr die rechte Maustaste nutzt und vielleicht mal so einen Rundumblick wagt. Ihr seht, ich habe das hier relativ viel gemacht in dem Spiel, weil ich einfach wissen muss, wo sind meine Zugmates, was kann ich machen, wie kann ich denen helfen, wie können die mir helfen. Deswegen habe ich auch in der einen Situation meine HP einfach angeboten und der Škoda T50 hat es dankbar angenommen, hat gesagt, okay, dann nehme ich den sicheren Schaden. War in dem Moment ein Fail. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Und hoffe auch, dass ihr in der Lage seid, das so umzusetzen, wenn ihr dann zusammen als Dreierplatoon unterwegs seid. Und wie gesagt, unterm Strich könnt ihr dann halt auch solche 37% Matches für euch gewinnen. Vielleicht nochmal ganz kurz hier hinten, dazu brauche ich eigentlich nicht viel sagen. In der Reihe, wenn ich dann fertig bin mit den Game-Aufzeichnungen, Advanced Gameplay STB1, werden wir auch nochmal hier so ein bisschen auf das Credit-Einkommen von dem Panzer. Nicht nur, weil er von der DPM her ein Monster ist, sondern auch, weil er gut Credits verdient und sehr, sehr günstig in der Reparatur ist. Da werde ich dann aber nochmal in der gesonderten Folge drauf eingehen. Von daher, ich hoffe, das Video konnte euch einiges zeigen, gerade wie ihr als Zug besser zusammen agiert könnt, worauf es ankommt und vielleicht auch bei den Vorüberlegungen, wenn ihr euch entscheidet, als Zug zu fahren, worauf ihr da so ein bisschen bei eurem Zug-Setup achten solltet. Und von daher würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr auch meinen Channel abonniert. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Advanced Gameplay Zuggefecht. Vielleicht schreibt ihr einfach noch in die Kommentare, wenn ihr noch ja, Vorstellungen, Ideen habt, was ihr gerne sehen würdet, beziehungsweise was ihr euch noch so für Formate vorstellen könnt. Ich bin relativ neu bei YouTube und versuche mich natürlich auch so ein bisschen anzupassen an das, was ihr sehen wollt. Mir macht das super Spaß, das Feedback ist auch super und von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.